Hallo und willkommen zurück zu Ark Survival Evolved mit dem Korti-LP. Moin, moin, Leute. Und Schwimmflosse, unseren beiden... Wortspiel. Ich lade nochmal eben Fleisch auf hier. Pack den anderen Kram da zum Braten hin und dann gucken wir nochmal nach der Höhle. Vielleicht habe ich auch mittlerweile... Ja, den hättest du vielleicht neben meinem parken sollen. Hätten sie vielleicht wieder gegenseitig Update gegeben. Wieso? Die Herzchen sind doch die ganze Zeit. Ja, stimmt eigentlich auch. Ja gut, dann probieren wir es nochmal. So. Da ist... Ah, ich glaube, jetzt weiß ich, wie so ein Rochen aussieht. Krass, die sind ja voll groß. Leider. Ich werde mir auf jeden Fall mal die Stamina jetzt ein bisschen sparen. Ja, was? What created? Ah, Level up. Und was? Ausdauer. Und jetzt noch ein bisschen Richtung Horizont. Genau. So, hier so um den Dreh. Na gut, noch ein Stück runter. Oh, hi. Na komm her. Da. Jawohl. 91 Rohrfisch. So, jetzt sind wir wieder ganz weit vom Kurs abgekommen. Nö. Eigentlich nicht unbedingt. Müsste gehen. So, hier so ungefähr, ne? Guck mal auf dein GPS. Ja, da sind wir genau bei 36,8 und 87,7. Und wir müssen zu 89,8, also... Ich würde jetzt sagen, wir gucken einfach mal nach unten. Da kommen doch auch die Luftblasen schon raus. Hä? Ich folg dir einfach mal. Na gut, jetzt sehe ich gerade wieder keine. Oh, sind das nicht Perlen hier? Nee. Ich sehe, dass ich leider nichts sehe. Ja, ich gehe auch erstmal wieder hoch. Ja, wäre vielleicht eine Idee, da unten kommt ein Hai. Hitbox hat ein neues Layout. Hab ich noch gar nicht drauf geachtet. Komm schon, gib Gas, mein Sauerstoff. Ja, das denke ich mir auch gerade. Zieh! Aber komm, müsste reichen eigentlich. Bin aber. Oh. Und voll weit weg vom Ziel. 91, 36, 6 bin ich. Er war schon irgendwie. Wo bist du denn aufgetaucht? Ganz vorne ist. Also ich bin bei 91, 36. Wenn ich es wüsste, würde ich dir sogar sagen, wo ich bin. So. Ich weiß nicht, ob man die Range, wie wir uns sehen, irgendwie erhöhen kann noch. Also ich hab eh alles auf Max, ne? Ich meine serverseitig. Achso. Oh. Da habe ich nichts gesehen eigentlich beim letzten Mal. Na komm her, du Hai. Warte mal, warst du nicht gerade da hinten? Naja, ich klopp mich hier gerade mit zwei Haien, falls du fragst. Ist aber auch dreckiges Wasser hier. Na komm. Wenn die ja nicht immer gleich flüchten würden. So, warte mal, ich habe jetzt voll aufgeladen, ne? Ich schwimme nochmal darunter jetzt.
Das Blöde ist, ich habe auch noch nicht gesehen, wie diese Dinger aussehen. Da, Hai hat schon wieder ein Level up. Und ich nippel gleich ab, verdammt. Und damit hallo, Raidu. Ist der Fisch jetzt abgehauen? Toll. Nein, da ist er wieder. Ich weiß noch nicht wo. Na komm her. Hm, wie sehen denn die Unterwasserhöhlen aus? Hm, fragst du mich das gerade wirklich? So, erstmal wieder Luft holen. Ich habe da auch versucht, am Grund diese Dinge abzugraben, die, wo ich dachte, das wären irgendwie die Perlen oder was. Wobei, jetzt bin ich auch schon ganz schön weit weg von vom Schuss hier. Ich muss Richtung so, nächste Tor. Südwest. Also in die Richtung. Oh, Megalodon, halbe Energie nur noch. Stamina ist unten. Und ich brauche Luft. Puh. So, gehen wir noch mehr auf Nahkampfschaden. So, jetzt ist aber die Frage, wo bin ich? Gar nicht mal so weit weg. Also noch ein bisschen in die Richtung. Oh krass, was ist denn mit der Sicht gerade los? Es wird neblig. Ne, bei mir ist es total verschwommen irgendwie, das ist, als wäre ich in einer anderen Dimension. Hui. So, 38 bin ich und 92. Wo bin ich denn hier? Oh, verdammt. Geht's da nicht mehr weiter laut Map? Ah, das kann gut sein, dass ich ja, ja am Ende der Map bin. Ne, ja, das ist dann natürlich auch nicht so gut. Warst du schon mal da? Das sieht voll krass aus. Nee. Verdammt, ich muss merke gerade, dass ich ein bisschen Stamina tanken muss. Zumindest ein bisschen. Wir hätten doch auf den Oberflächenhöhlen bleiben sollen, oder? Ja, aber hier gibt es eben das viele Silikonzeug. Ja, auch wenn wir hinkommen würden, ne? Aber warum ist denn jetzt schon wieder so neblig? Ungünstiger Zeitpunkt einfach nur. Es wäre geil, wenn du so eine Map hättest, dass du nicht immer reingucken musst hier, weißt du? Aber es wäre ja auch zu einfach, ne? Ich finde das schon ziemlich umständlich. Jetzt bin ich wieder in... Oh. Also, dass du wenigstens die Himmelsrichtung siehst, weißt du? Ja, weil das toll. Ist echt auf dem Wasser hier total schwer. Vor allem das nächste Problem ist, jetzt ist es so neblig, dass ich sogar unter Wasser nichts mehr sehe, ne? Komm, wir brechen das ab. Ja, das geht eigentlich. Wenn du weiter runter gehst, dann irgendwann... Siehst du den Boden? Nee, ich war ja gerade unten, ich habe nichts gesehen. Obwohl, ja, stimmt, hast recht. Oh, ich muss mir da nochmal... Da gucke ich mir, glaube ich, wirklich mal ein Video an, wie das Ding überhaupt aussieht. So eine Höhle unter Wasser. Das wäre vielleicht mal eine Idee, ne? Ja, ich pimmel hier schon wieder am Ende von der Map rum. Ja, ich schwimm zurück. Ja, ich denke mal, so haben wir ja trotzdem genug Zeug eingesammelt. Ich weiß zwar noch nicht wie. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Also nordwestlich. Irgendwo in die Richtung. Ah, da ist der Vulkan, alles klar, dann weiß ich jetzt auch da rein. Oh Mann. Ist das nervig, ey. Die eine Höhle buggt, bei der anderen kommst du nicht klar mit deinem Equip.
Im Wasser findest du gar nicht erst. Ich glaube, wir müssen uns nochmal an die zweite Höhle rantrauen. Halt nur mit schwereren Waffen, ne? Da hinten siehst du schon den Titanosaurus. Und dann ist auch, weißt du, wir hatten ja nochmal zwei Anläufe. Das eine war im Dunkeln, dann wird's neblig. Da könntest du reintreten in das Spiel, ey. Manchmal. Ich glaube, das hier ist der richtige Weg, oder auch nicht? Einfach genau nordwestlich. Nein, noch weiter. Oh, Mann, Mann, Mann. Ach, das Mann. Sind die Delfine, ey. Die nerven aber auch. Weil ich beiß dann immer rein. Ich sehe das von vorne nicht frontal. Was, ob das Delfin oder Hai ist, beiß dann rein und dann habe ich sie alle hinter mir. Hauptsache mal reingeknabbert, ne? Knusper, knusper. Knäuschen. Wer knabbert an meinem Delfinchen? Wah, wah, wah. Was für eine blöde Tour, ey. Hat ja mal nix gebracht. Na gut, das kannst du ja auch nicht sagen, aber... Na komm, Stamina, erhol dich. Kev, was hast du da jetzt in die Blacklist reingetragen? In die Blacklist? Ja, irgendwie Hitbox hat jetzt eine Wort-Blacklist. Ach so. Hey! Das ist ein Frosch. Nee, warte mal, hier bin ich doch auch schon wieder verkehrt. Ich sag doch, ich und mein Orientierungssinn. Ich bin zu Hause. Wenn du die Karte aufmachst, ne? Da siehst du doch die Insel mit dem... großen Teich da drin. Ja, ja, ich weiß. Und zwischen der und der ganz im Süden. Südosten, Südwesten. Da musst du rein und dann nur noch rechts rum. Hey, The Tim, würde ich jetzt mal behaupten. Warte mal, hier ist doch der Wasserfall. Ah. Alter, das Vieh muss weg, ey. Das donnert. Das... Alter. Der Titanosaurus muss verschwinden. Ist unglaublich, wie hier alles wackelt bei dem. Stimmt, da ist er. Das heißt, ich bin falsch abgebogen. Ha. So, was habe ich denn hier? Elixier des Vergessens. Okay, das hast du vorhin schon mal erklärt. Kaliensuppe. Hydriert zu bleiben und dich einfach gut zu fühlen. Medizinisches Gebräu. Und Fryer Curry. So. Pack die erstmal mit hier rein in den Kochtopf jetzt. Hui! So, und ab geht es grillen. Ja, Leute, das ist ein sehr schlimmer Ausdruck, der Troplay. So, mache ich nochmal ein paar Narkosepfeile. Ich will jetzt dieses Vieh haben. Ja, mach, warte, da bin ich dabei. Waffen, Munition, Betäubungspfeile. Lässt dann hier immer das Holz abbrennen komplett. Müssen wir mal ausmachen.
So, 35 Betäubungspfeile. Dafür habe ich kaum noch normale Pfeile. Aber egal, ich will das jetzt riskieren. Willst du denn also jetzt wirklich tame? Und wenn ich drauf, gehe. So, da muss ich mal gucken. Ich glaube, Narkosepfeile habe ich jetzt gerade nicht. Oder waren da noch... Ach, da waren noch welche drin, oder? Aber ob das was wird, seht ihr in der nächsten Folge. Und wie immer sage ich danke fürs Einschalten. Gehabt euch wohl. Und tschüss. Tschüss.